Es gibt auch bei Natürlich, klar. Iman TV eine Folge dieser Straßenschlachten, hätte ich fast gesagt. Das ist eine ganz dumme Assoziation. Wie nennen Sie das? Diskussion auf der Straße oder Da so? war oder? Ja, aber in Ihrer Kategorie auf dem Kanal heißt das nicht da war. Ich glaube, da heißt es einfach Gespräche oder Diskussion. Und da kommt tatsächlich ein. Gab so ein Bay ja, nee, so ein österreichischer Christ. Ich weiß nicht, ob der selbst Pastor ist. Auf jeden Fall ist er kein stinknormaler Laie, schon ein bisschen intensiver in der Kirche. Und der beschwert sich auch ganz fürchterlich, dass jetzt der Mensch so im Mittelpunkt steht, die scheiß Menschenrechte. Und Gott ist doch die oberste Instanz. Also der ist Christ in Österreich. Ja, es gibt fundamentalistische Christen und die Natürlich. scheißen auf die, Ja. also die sagen, es gibt gar keine Menschenrechte, nur Gott hat Rechte und die kann er Ja. uns verleihen, wenn er dazu Lust hat, kann sie uns aber auch wieder wegnehmen, wenn ihm das sinnvoll erscheint. Und wenn wir die sunnitische Länder einfach mal angucken, ja, da sehen wir es ganz einfach, da herrscht keine Demokratie, keine Frauen- und Menschenrechte, ja, keine Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das gibt es ja gar nicht, ja, Pressefreiheit. Ja, und die bezeichnen sich als Moslems. Ja. Und das ist eigentlich nicht mit dem Koran vereinbar ist. Ja. Und die nehmen, das ist einfach ein Ein-Mann-Staat überall, die alles nur verboten haben. Ja. Und die Verbote im Koran sind einfach ganz dargelegt. Wenn man den Koran aufschlägt und liest, dann sieht man auch diese Gebote oder Verbote. Ja. Und es sind so viele Sachen durch kulturell oder eigene Interesse reininterpretiert worden. Also Und dass völlig man sich frei von heute. Kultur ist das ja auch wahrscheinlich nie zu sehen, oder? Wir sind ja immer alle Teil einer Kultur, wenn wir uns mit Schriften auseinandersetzen. Ja, klar. Also auch wenn wir dann in Deutschland den Koran lesen, ist das natürlich auch ein abendländischer, aufgeklärter Kultur vielleicht beeinflusst. Ja, wobei natürlich auch, es gibt ja auch keine einheitliche europäische Kultur. Es gibt genug Europäer. Ich meine, Goethe las schon vor 200 Jahren den Koran ganz anders als der Papst. Nee, gut, ich meine, du Würde ich kannst es mal sagen. wahrscheinlich nie, du kannst es nie von, du kannst nichts jemals von Kultur wahrscheinlich trennen. Stimmt, In einem aber Text, also eine Textrezeption. es gibt im Koran so ein Vers, dritte 7, ja, da steht ganz einfach, dass die, es gibt ganz, ich zitiere das mal ganz einfach, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse. Sie sind der Kern des Buches und andere mehrdeutige, was Damit euch aber nicht die. langweilig wird. Ja, und da sieht man, dass natürlich die festen Verse da drin beinhaltet ist, ja, wo man das einfach auch durch Laie lesen und rausfiltern kann. Was darf ich nicht? So ungefähr. Ja? Wen hast du da gerade zitiert? Das ist der Bubenheim. Okay, und kannst du kurz was zu dem sagen, weil den, glaube ich, auch nicht jeder kennt? Nö, das ist eigentlich sehr, sehr Wenn du es gerade mal hochhalten gängige. kannst, vielleicht sogar ein Nein, bisschen Farben. ich hab das jetzt selber geschrieben Ach so, okay. aus dem Handy sozusagen. Und aber wenn du jetzt da gibt es ja Koran.de und so, da kannst du vieles vergleichen. Das ist eine gute Seite. Dann hat diese Koran.de deutsche Übersetzungen nebeneinander, kann man ja ein bisschen da reinschauen. Und dann vergleichen. Hakan, was würdest du denn sagen, wie steht denn aus deiner Sicht der Koran oder deine Lesweise des Korans zu dem, was bei uns inzwischen jetzt als Menschenrechte gesehen wird? Also nehmen wir zum Beispiel Religionsfreiheit.
Oder Demokratie. Guck mal, im Koran, das sind ja unsere Grundgesetze. Wenn du den deutschen Grundgesetz nimmst, ja, und das ist vereinbar mit dem Koran. Also auch Mit das nichts Recht anderes. auf sexuelle Selbstbestimmung. Natürlich, klar. Das Da heißt heißt. auch Sex außerhalb der Ehe. Natürlich. Was heißt denn Ehe? Ehe ist einfach nur eine Unterschrift. Ja. Wenn ich Ja, wenn jetzt. die fehlt, wenn du einen One-Night-Stand hast. One-Night-Stand besteht nur aus Naja, so, ja. zwei, die sich mögen oder die sich da getroffen haben, die jetzt sagen: Okay, wir möchten jetzt Sex haben. Gut, aber sexuelle Selbstbestimmung sagt ja jegliche Spielart aus, den Erwachsene untereinander aus freien Stücken zustimmen. Da gibt es ja alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Ist das alles erlaubt? Aber das ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja zwischen zwei Menschen. Ja, was durch mit Einverständnis natürlich. Ja. Ja, wenn die sich jetzt einverstanden sind und die wollen Sex machen, da gibt es das von der koranischen Seite keine Einwände. Nur, wenn die jetzt, sagen wir mal, die sind zusammen, der eine geht fremd, ja, und das ist es, was im Koran verboten ist. Aber Ja. also auch gleichgeschlechtlich ist erlaubt. Gleichgeschlechtlich, in dem Hinsicht, solange die das dich nicht dazu zwingen, Ja klar, also ja, davon gehen wir jetzt immer und aus, genau, dass ja, was die untereinander machen, auch ja. zweigeschlechtliche, nicht, ja, das ist denen ihre Sache, ja. Das Da haben wir uns rauszuhalten. Es gibt moralische Werte, ja, moralische Werte. Dann gibt es auch natürlich aus justizliche Werte, also Also rechtlich betrachtet meinst rechtlich, du? ja, was moralisch nicht okay ist, das ist aber rechtlich okay. Ja, das muss man schon unterscheiden. Okay, das ist jetzt aber doch interessant, weil eine moralische Wertung ja doch damit verbunden ist. Ja, also Das wenn du mich jetzt fragst, ich habe nichts gegen Homosexuelle sozusagen, aber ob ich das möchte, nein, ich möchte das nicht. für dich persönlich nicht. Genau, für mich Ja, okay. persönlich. Das, ich, ich Ja, kann ja das nur von ist. mir Da, persönlich reden. Ja, ja, da ist und ja. auch dein Nee. gutes Recht Nee, als also trotz LGBTQ. da ist ja auch nichts dagegen Genau, und wenn einzuwenden, jetzt. aber würdest du anderen Menschen, die ihre Homosexualität ausleben, würdest du zu denen sagen, dass sie sich unmoralisch verhalten? Nein, Auch nein. nicht, Das ist okay. nein. Das ist ja ihre genetische. Ja, die sind halt damit sozusagen geboren. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, dass man zum Schwulen oder zum Homosexuellen wird. Nein, man wird ja damit geboren. Ja. Also du würdest jetzt wirklich sagen, du bist überzeugter Muslim für dich und für dich ist es null Problem, wenn jemand homosexuell ist und du würdest auch nicht sagen, dass das im Islam verboten ist, Nein, nach nein, deinem nein, nein. Verständnis. Es gibt ein Lutvolk im Koran, Lutvolk, die auch natürlich die Männer dazu getrieben haben oder die vergewaltigt haben und dass das natürlich nicht passieren darf. Und da bin ich natürlich dagegen. Ja? Ja. Wenn jetzt, sage ich mal so, wenn jetzt eine Homosexuelle zu mir kommt, mich anmacht dumm, ja, da bin ich auch natürlich dagegen. Das möchte ich ja nicht. Ja, aber es ist Ja? auch ein bisschen eine Aber Wertung, ja, dass er dich dumm anmacht. Also, Naja, weiß, wenn aber er ich mal meine, Peter, wenn anklopfen dich eine würde und Frau das dumm testen anmacht, würde. Ja, aber ja. das hat ja nichts mit ihrer sexuellen Orientierung zu tun. Nein, Also, wenn wenn dich jetzt jemand dumm sexuell, anmacht, ist das sag ja ich mal, frei. sexuell anmacht sozusagen, Genau, dann. aber ja, also damit muss man natürlich rechnen, dass jemand mal testet vielleicht, der auf dich steht und dann Dann sage ich kann man, ganz ja, habe einfach. ich natürlich die Freiheit, die Person zurückzuweisen, Genau, ja. aber ich würde nicht sagen, dass sie mich jetzt dumm anmacht, weil Ja, sie männlich ist. Ich würde okay. halt sagen, ja, ich Vielleicht können bin wir uns darauf halt. einigen, dass auch Frauen Männer dumm anmachen können, wobei meistens wohl eher Männer Ja, aber Frauen dumm das hat nichts mit anmachen, der dass die Frage Männer. der sexuellen Orientierung dann zu Aber dann tun. geht's, genau, dann geht's mehr um Aber die ihr habt Art. ja mich verstanden, was ich eigentlich damit meine.
Und das heißt jetzt sexuell mich belästigt und das möchte ich natürlich nicht. Sehr gut. Ja. Hakan, wenn ich meine wertende Stellungnahme abgeben darf. du bist, ich würde sagen, wir haben dich ja angekündigt als einen liberalen Moslem. Das wollte ich mal fragen, und was wir unter liberalen Moslem. Genau das. Jemand, der tatsächlich die Menschenrechte und dann eben auch die Grundrechte, zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland. Bist du aus Österreich oder aus Deutschland? Aus Deutschland, oder? Ich bin aus Frankfurt. Ah, okay. Aha. Ja, ich dachte doch den Akzent. Ich habe in Frankfurt studiert, da auch mal gewohnt. Genau, also kam mir bekannt vor. Jemand, der sagt, ja, die Menschenrechte und auch ihre Rechtsform in Form der Grundrechte der deutschen Verfassung zum Beispiel, da stehe ich voll dahinter. Und natürlich, ich bin der Ansicht, dass Gott oder Allah eigentlich auch auf Seiten der Menschenrechte ist. Natürlich, klar. Das zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Zeichen für Liberalität zum Beispiel, würde ich sagen. Dann bin ich eine Liberale. Ja, es kann die Besten treffen. Islam kennengelernt habe. Es gibt diesen Kanal, über den müssen wir auch mal, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Der heißt Al-Hiwar 77. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist, ich glaube, der habe ich den schon mal geschickt, Matthias. Der kommt sehr nett rüber. Das ist ein junger, so in den 30ern, schätze ich. Das ist der Ingenieur ist und jetzt in Psychologie promoviert angeblich. Okay. Und der macht sich so ein bisschen lustig über liberale Muslime. Und das soll in Berlin. Also für ihn ist liberal zum Beispiel auch, wenn es eine weibliche Imamin gibt. Also diese ganze Strömung, wo Frauen ein bisschen probieren, den Islam durch die feministische Sicht ein bisschen zu reformieren. Das ist eine liberale Position. Normalerweise müssen eigentlich die Frauen dieses Buch lesen und sich damit befassen und ihre Rechte einfordern, würde ich mal sagen. Und tun sie das eigentlich traditionell nicht? Ist es nur so, dass die Jungs oder die Männer den Koran lesen, traditionell? Nein. Also, im Gegenteil. Also wenn du mal durch Berlin U-Bahn fährst, da sitzen etliche Frauen und gucken vor sich hin in den Koran. Okay. So ältere besonders so. Und da bin ich der Meinung, dass das zu wenige Frauenbewegungen gibt, ja, dass da dagegen, besonders hier in Deutschland, also das ist ja auch das Schlimme, ja, dass sie das alles so akzeptieren, ja. Also ich hab einen Sohn, der meint, der ist Atheist, ja, und mit dem diskutiere ich ja auch ganze Zeit und ich finde das auch super. Der soll nicht alles glauben, was ich hier für einen Blödsinn erzähle. Und der soll das einfach nachschlagen und selber recherchieren. Und wenn er mich was fragt, dann versuche ich das zu erklären, ob er das annimmt und so einsieht. Das ist natürlich seine Sache. Ich darf ihn da nicht irgendwie damit voll stopfen oder den überzeugen. Das mache ich ja nicht. Ja. Was ja auch liberal wäre, ja. Also im Gegensatz zu autoritär. Dann bin ich lieber. Also autoritäre Eltern sagen ja auch ihren Kindern, du musst das und das tun und glauben und wenn nicht, dann gibt es Fragen in den Löffel. Und Liberale würden sagen, ich will, dass mein Kind selbstständig denkt und am Ende führt das leider auch dazu, dass es zum Teil andere Sachen denkt als ich. Ihr seid ja Lehrer, ne? Ich weiß. Ne? Ich würde gerne mal so ein bisschen vor unserer Lebens, wirklich so unserem Alltag der Schule fragen. Genau. Also mir begegnet regelmäßig, wenn ich muslimische Schüler habe, regelmäßig, dass die in einem sehr starken Glauben an die Hölle und ans Paradies ganz schlimm aufgewachsen sind. Ganz schlimm. Die glauben ganz fest an die Hölle. Und ein Sexquestler hat mal vor Jahren gesagt, die Hölle ist heißer als 1000 Herdplatten, hat mir mein Hodja erklärt oder so. Ja. Die haben doch richtig Angst davor und die glauben fest daran. Da wird Angst gemacht, ja. Diesen und Buch davon würdest lesen. Du dich auch distanzieren. Natürlich, dieses Buch zu lesen. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, ich bin mit 14, 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Aus der, also Aus der von wo? Türkei. Aus der Und aus Türkei. welchem Teil der Türkei, wenn ich fragen darf, weil Aus Sivas. Das und ist so ein bisschen Mitte. Also in der Mitte, Mitte, ein okay. bisschen östlich. So hinter Ankara, so 400 Kilometer. Okay, Ist eigentlich also sehr, sehr groß. du bist nicht kurdischer Türke, sondern Nein, nein, sozusagen türkischer ich bin reine Türke. sunnitische, Gut. sunnitische von sunnitischen Eltern Ja. und unser Dorf. Ich bin auch kein Alevite sozusagen. Ja. Ja, und Okay. genau, also ich bin voll dabei sozusagen. Okay. Und das ist ja das Schlimme, ja. Ich kann mich noch erinnern, wo ich noch ein Kind war, bei uns im Wohnzimmer hing so ein Buch ganz oben. Ja? Und da konnte ich auch gar nicht dran gehen. Da musste ich wahrscheinlich ein Kissen oder Leiter nehmen, damit ich überhaupt an diesem Buch dran gehen kann. Ja? Dann habe ich meine Mama gefragt, ja, was ist das denn da? Was ist das? Dann hat sie gesagt, das ist der Koran. Ich habe dann gefragt, ja, warum hängt der da? Ja? Ja, das ist verboten und Oh. du kannst da nicht irgendwie da jetzt rein gehen, du musst dich waschen und was weiß ich und du musst rein sein. Aber ich habe das gar nicht verstanden, was sie gemeint hat, ja. Die hat mir total da Angst gemacht damit. Ja? Wenn du das so anfasst und so, ja, dann bestraft dich der Gott. Und irgend so was hat sie, glaube ich, mal gesagt. Ja, obwohl sie eigentlich gar nicht so gläubig war. Und du bist dann nicht intensiv in einer muslimischen Gemeinde aufgewachsen. Also du hattest von vornherein eine gewisse Distanz dazu. Nee, 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 nee. Eigentlich, also ich komme ja von sunnitischem Glauben, aber meine Eltern waren ja eigentlich offen, ja. Die haben das auch nicht so richtig wahrgenommen. Mein Vater ist auch mal Moschee gegangen und was weiß ich. Hat ja auch gebetet, aber dass er uns jetzt damit konfrontiert hat, hat es natürlich nicht gemacht. Okay. Aber ich komme ja von einem muslimischen, ja, Dings und meine ganze Verwandtschaft weiß gar nicht, dass ich jetzt so gläubig bin. Die sind der Meinung, ich bin noch Atheist. Ja, Okay. die kennen mich eigentlich nur so. Aber seit 10 Jahren beschäftige ich mich ja damit so ungefähr und ich will den ja Koran richtig dann verstehen und auch dann so rübergehen, was im Koran ist. Und meine einzige Quelle ist der Koran. Nur darauf hinzukommen, also wegen Angst und so, ja. Und durchaus, ja, man macht den Kindern ganz einfach Angst, den Koran zu lesen und den Koran zu verstehen. Ja, einfach diese dumme Verbote in den Köpfen von Kindern reinzusetzen. Ja, das müsst ihr ja eigentlich noch viel, viel besser wissen, wie die Jugendliche oder Kinder kommen und was die von sich geben. Ja, und damalige Zeit, wo ich hier in Deutschland Schulen, das haben wir gar nicht gehabt. Aber wenn ich jetzt, eure Situation ist wirklich sehr, sehr schlecht, würde ich sagen, weil wenn ich auch von meinem Sohn die Klasse da ansehe, und da sind ehrlich gesagt 80%, 90% Muslime Jetzt in Frankfurt. in Frankfurt, ja, und Die das sind ist aber doch eher dann, weniger liberal wahrscheinlich. ja, natürlich, genau, das ist es ja. Und dann, wenn die dann schon anfangen, auch diese Redensart sozusagen, Wallah und hin und her da noch bei jeder Wort hinterher zu sagen, dann sage ich, da geht was verloren und das darf natürlich nicht sein. Ja? Diese Glaubensrichtung möchte ich nicht in der Schule, dass mein Kind davon irgendwas abbekommt. Ja. Ja, also der deutsche Staat ist ja neutral, Klar. ziemlich, was jetzt Religion anbelangt. Von daher, in der Schule bekommen Sie das wahrscheinlich durch den Unterricht jetzt nicht mit. Sie werden ja wahrscheinlich nicht in den christlichen Religionsunterricht gehen. Und dann müssen Sie ja Ethik haben. Aber in Ethik, wir betreiben ja dann eher vergleichende Religionswissenschaft. Also wir gucken uns verschiedene Religionen an, unter ethischen Gesichtspunkten vor allem.
und sagen dann, das wird so und so zum Teil gesehen und wie gut ist das begründet, wie steht das zu den Grundwerten unseres Staates zum Beispiel. Also von daher kriegen sie da wahrscheinlich eher Gegenwind. Aber untereinander können die sich natürlich gut verstärken. Ja. Das ist klar. Das ist jetzt so ein leichter, aber nur so ein halber Themenwechsel. Ich finde es interessant, dass man, wenn man gläubig ist, dann im Prinzip an seinem Glauben zweifelt und dann auch irgendwann ungläubig wird. Das passiert ja in Europa relativ häufig. Das war zum Beispiel auch bei mir so. Oder bei meinem Vater, obwohl der aus einem sehr katholischen Elternhaus kam. Gläubig wird, egal ob christlich oder muslimisch, ist sehr selten. Ja, ja. Würde mich interessieren, wie das dazu kam bei dir. Ich kenne ja diese sunnitische Glaubensrichtung mit dem ganzen Verboten und mit dem Drohung von, egal was du machst, ja, das ist verboten, da gehst du in die Hölle und hin und her. Dann habe ich dann halt gesagt, ja, das kann ja nicht sein, ja, wenn es, ja, das kann, das stimmt irgendwas nicht, ja. Und ich als linksgerichteter Mensch sozusagen, wollte ich das ja auch benutzen, dieses Buch benutzen, den Gläubigen eine auszuwischen, sozusagen. Mhm. Ja? Und zu sagen, hier, euer Buch ist so, ja, und da steht nur Schlechtes, ja, und das wollte ich eigentlich beweisen, was im Buch steht. Und dann habe ich den Buch gelesen und dann habe ich da verstanden, dass das gar nicht so drin steht. Dann habe ich halt recherchiert, ja, viele Meinungen angehört, viele Übersetzungen verglichen und so. Und dann bin ich dazu gekommen, ja, dass das eigentlich gar nicht so gemeint ist, ja, und dass diese ganzen Sachen, diese ganzen negativen Sachen nur aus dem Hadithen, aus den Überlieferungen kommt. Ja? Mhm. Und die wie ich vorhin gesagt habe, nach 200 Jahren von Mohammed irgendwie entstanden sind. Ja. Und vielleicht beim nächsten Mal können wir ja richtig mal in Thematik mal eingehen. Da könnt ihr mich natürlich auch dann mit den Beweisen und so vollstopfen. Das können wir vielleicht auch mal machen. Und, vollstopfen. Fragen dann richtig. Also, ja. Ja, also ihr sagt, ihr nennt euch ja Atheisten nennen Sie sich? Ja, und dann habt ihr auch natürlich die gute Argumente, ja, und sehr gute Argumente. Das habe ich ja auch gehabt damals. Mhm. Ja. Und deswegen später, um das einfach so jetzt so fertig zu bringen, dann habe ich angefangen, diesen Koran zu lesen. Dann habe ich halt festgestellt, okay, das stimmt nicht so alles, was ich auch so darüber gedacht habe. Ja? Dann habe ich halt weiter recherchiert und mehr gelesen vieles verglichen. Und dann bin ich auch dazu gekommen, dass das doch irgendwas geben muss. Ja? Ob ich das beweisen kann, natürlich ist eine andere Sache. Und du hast vorhin gesagt, dass du beten gehst. Ist das richtig oder machst du das nur für dich allein? Natürlich, das mache ich für mich alleine. Also hast du keine jetzt so Glaubensgemeinschaft? Nein, nein. Weil, das stelle ich mir auch nicht leicht vor. Nein. Weil das doch eigentlich so dieser Zusammenhalt auch so einen gemeinsamen Kraft spendet. Genau, ich bete mit dem T-Shirt, mit dem Short, kann ich, das ist eigentlich alles. Ja, das ist also das so deine persönliche Religionsausübung, ja? Du hast keinerlei Anknüpfung Moschee. Nein, und das so weiter, ist nicht meine persönliche Dings. Nein, das ist aus dem Koran, lese ich das einfach so. Aber deine Praxis, ja? Deine Praxis des. Ja, meine Praxis ist Auslegens. Aus dem Koran. Ja? Was die anderen auslegen, ja? Ja, im Koran steht es, ja, du sollst beten. Ja? Und dann steht es da, wie du dich zu waschen hast, ja, vorm Gebet. Ja. Ich habe euch ja vorhin gesagt, es sind vier verschiedene Ritualen. Ja.
So, wenn ich aus diesen vier verschiedenen Ritualen 10 daraus mache, dann stimmt was nicht. Dann habe ich irgendwas dazu erfunden. Das will der Koran nicht. Ja? Und was ich zwischen Gott und mir, ja, passiert, das geht nur mich an. Mhm. Wenn ich bete, dann habt ihr ja auch davon nichts. Mhm. Ja? Und das ist es ja, auch eine Fehlleitung von Salat, das heißt Gebet, Salat. Salat bedeutet ja Gebet, auch unter anderem auch im Arabischen unterstützen. Ja? Mhm. Wenn ich dieses Wort unterstützen nehme, auch in manchen Versen mal einsetze, dann verstehe ich da kein rituellen Gebet, sondern Unterstützung. Ganz einfach, ein Beispiel. Ich gehe hier in den Wald, ja, da sehe ich zwei Menschen, eine Frau, ein Mann, und der Mann schlägt die Frau. Ja? Und im Koran steht das, ja, ich soll Salat machen. Ja? So, was kannst mach ich du den denn? Mann unterstützen? Ja. Oh, Peter, jetzt Shitstorm. Ja, das ist aber doch interessant, weil unterstützen natürlich nicht wem? Eingeschränkt ist. Ja, das ja, muss ja dann doch gedeutet werden. Ja, den Gerechten natürlich. Ja. Nein. Ja, wenn er dir sagt, die ist mir fremdgegangen. Oh ja, dann. Ja, schwierig. Okay. Ich glaube, ja, ihr versteht, was ich meine. Also ja, dann bedeutet das diese Unterstützung, ja, dass man einfach diesen Frau da unterstützt, ja, dass die nicht geschlagen wird. Ja. Was nützt mir dann, wenn ich da jetzt ein Gebet verrichte oder nach Hause gehe und Gebet verrichte? Was hilft das der Frau? Mhm. Ja? Und okay. Ich würde es trotzdem nochmal fragen, weil das interessiert mich wirklich. Was würdest du denn sagen, welche Überzeugungen oder vielleicht Argumente haben dann dazu geführt, dass du von deinem Atheismus weggekommen bist und gesagt hast, okay, es gibt doch einen Gott? Ich habe festgestellt, ich habe ja ehrlich gesagt, ich bin immer noch sehr Humanist, und helfe, wo es geht und versuche das auch. Und das ist eigentlich meine Ideologie. Das hat mit dem Koran nichts zu tun gehabt. Ich war ja auch als Atheist so. Hm. Ja? Ich habe mich ja nicht dadurch verändert. Ja? Sondern ich habe nur geguckt, ob ich zu dem Koran passe oder ob der Koran zu mir passt. Ich sehe, dass der Koran meine Werte vertritt. Was ich eigentlich auch vertrete, ja, abgesehen von irgendwelche Glaubensrichtung. Ich habe mich gar nicht verändert, ja, und wo ich dann auch den Koran gelesen habe, das hat sich nur befestigt, ja, und dann, ich habe ja immer, ehrlich gesagt, auch so negative immer Einstellung gehabt, ja, und dass das zum Beispiel durch den dass die immer den Koran vorgeschoben haben und irgendetwas gesagt haben. Ja, und dass das gar nicht stimmt. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwo einen Beweis gegen auch die zu sagen, das stimmt nicht. Ihr macht das heißt, da du Unrecht. Hast den kompletten Koran wahrscheinlich mehrmals gelesen und dir ist keine Stelle begegnet, wo du sagst, es gibt da kann ich nicht dahinter stehen. Nein, es gibt natürlich irgendwelche, also grundsätzlich nein. Also, ja, aber es gibt natürlich Stellen, wo ich bis jetzt auch Fragen habe, ja, die ist ja auch berechtigt. Steht ja auch genau auch im Koran so. Es, ja, damals, wie ich vorhin gesagt habe, damals haben die den Alak wahrscheinlich falsch verstanden oder gar nicht verstanden. Heutzutage verstehen wir das als Embryo. Mhm. Ja. Und der Koran gibt da nur Hinweise. Ja? Der Koran ist kein wissenschaftliches Buch. Ja? Ja? Und
der zeigt uns einfach nur Adressen. Ja? Mhm. Auch in dem Vers, was ich vorhin gelesen habe, steht ganz einfach da auch da unten. Ja? Das kann ich mal vielleicht mal zitieren. Genau. Was aber diejenigen angeht, die im Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach ihrer Führung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah und diejenigen, die im Wissen gegründet sind, die sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn, ja? Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Das heißt, der Gott weiß das, die Deutung, auch die natürlich zum Beispiel Ärzte und sowas, ja? Wenn ich die im Thematik drin sind, die jahrelang studiert haben, ja? Und wenn ich irgendwas von Physik wissen will, da gehe ich nicht zum Koch, ja? Und da gehe ich natürlich zum Physiker, ja? Oder zum Lehrer und frage den, ja? Und die in diesem Thematik drin sind, ja? Die Sachen, was wir damals die Leute nicht gewusst haben, dann können wir das heute viel, viel besser durch unser Wissen, durch unsere Entwicklung viel, viel besser darlegen als damals, was wir verstanden haben. Der Mohammed sagt ja auch selber im Koran, ja, er wartet auch, er weiß nicht alles, er wartet auch, es kommt die Zeit, dann wissen diejenigen. Mhm. Ja. Und deswegen, mir passiert das öfters so, es gibt manchmal zum Beispiel Sachen, die mir dann im Kopf drin sind, die ich da nicht zuordnen kann. Irgendwann kommt wirklich, vielleicht nach einem Monat oder nach ein paar Wochen, finde ich diese Antwort. Hm. Ja? Und das überzeugt mich dann einfach. Hm. Ja? Und dass das dann auch das richtige Antwort ist. Und da bin ich dann auch wirklich erstaunt, ehrlich gesagt. Also ich habe viele Fragen, die ich immer noch natürlich nicht beantwortet habe. Aber es kommt die Zeit, da bekomme ich die Antworten. Und wenn ich es nicht bekomme, dann ist es auch nicht schlimm. Ich muss das nicht wissen. Mir reicht ganz einfach, was ich vorhin gesagt habe, meine Ideologie, der Koran hat mich überhaupt nicht verändert, das hat mich nur befestigt. Ja? Und ich habe irgendwo einen Beweis, ja, dass ich sagen kann, im Koran steht Demokratie, Frauenrechte, Menschenrechte, Religionsfreiheit. Das kann ich alles aus dem Koran rausnehmen. Mhm. Ja? Was die natürlich, im Koran steht ja auch ganz genau, ja? Der Koran wird euch zum Recht führen oder zur Irre leiten. Ja? Ganz einfach. Wenn du das so annimmst, dass du Salat nur als Gebet verstehst, ja, und diese Frau im Wald nicht hilfst, mhm.